Hallo und herzlich willkommen zu unserem Literaturpodcast. Heute diskutieren wir über das Buch Im Westen nichts Neues von Erik Maria Römerk. Ich bin Laila und das ist Antje. Laila beginnt nun mit einer kurzen Einführung zum Buch. Beginn des Krieges waren alle vom Krieg begeistert. Doch mit der Zeit wurde ihnen klar, dass der Krieg eine schreckliche Erfahrung ist, die Leben zerstört. Das Buch, das in der Ich-Form von Paul-Marie Römerk geschrieben wurde, handelt von der Geschichte eines eigentlich noch jugendlichen Soldaten. Paul Bäumer, der 19-jährige Student, wurde zusammen mit seinen Klassenkameraden von seinem Lehrer für den Krieg begeistert. Deswegen haben sie sich freiwillig für den Krieg gemeldet. Sie haben ihr Leben jahrelang dem Krieg gewidmet. Das war dort noch einfach, weil in allen Ländern eine riesige Kriegsbegeisterung herrschte. Doch die Eltern waren trotzdem in Schrecken. Sie fanden es nicht einfach, ihre Kinder in den Krieg zu lassen. Den Kriegern erging es so schrecklich, dass sie keine Gefühle oder Reue für etwas zeigen konnten. Sie hatten im ganzen Buch zu wenig zu essen. Der Krieg wurde immer schlimmer. Die Bedingungen wurden ständig härter. Gegen Ende hin hatten sie nur noch Wasser mit irgendwelcher Stärke. Dies sollte den ganzen Tag und die ganze Nacht halten. Eigentlich waren sie alle schon gestorben, obwohl ihr Herz noch schlug. Es wird über das Buch gesagt, dass es in Millionen Exemplaren verbreitet, übersetzt, in den Schulen gelesen, von allen den kriegsbekämpfenden Gruppen gekauft und verschenkt werden sollte. Es sagt mehr über das Volk und seine Anteile am Krieg aus, als dicklebendige historische Wälzer und Statistiken. Nun ein paar Fakten über den Autor selber. Er ist am 22. Juli 1898 geboren. 1916 ging er dann in den Ersten Weltkrieg. Später dann wurde er von einer Granatsplitter schwer verletzt und musste in ein Lazarett. Danach schrieb er im Westen nichts Neues, um das dortige Elend zu verarbeiten. Da Römerk selber den Krieg als aktiver Soldat durchlebt hat, könnten Vermutungen erstellt werden, dass Paul Bäumer seine Figur vertritt. Die Einschläge hatten aufgehört. Ich drehe mich zum Trichter und winke den anderen. Sie klettern herauf und reißen sich die Masken herab. Wir umfassen den Verwundeten. Einer nimmt seinen geschienten Arm. So stolpern wir hastig davon. Der Friedhof ist ein Trümmerfeld. Särge und Leichen liegen verstreut. Sie sind noch einmal getötet worden. Aber jeder von ihnen, der zerfetzt wurde, hat einen von uns gerettet. Der Zaun ist verwüstet. Die Schienen der Feldbahn drüben sind aufgerissen. Sie starren hochgehoben in die Luft. Vor uns liegt jemand. Wir halten an. Nur Krop geht mit dem Verwundeten weiter. Der am Boden ist ein Rekrute. Seine Hüfte ist blutverschmiert. Er ist so erschöpft, dass ich nach meiner Feldflasche greife, in der ich Rum und Tee habe. Kat hält meine Hand zurück und beugt sich über ihn. Wo hat's dich erwischt, Kamerad? Er bewegt die Augen. Er ist zu schwach zum Antworten. Wir schneiden vorsichtig die Hose auf. Er stöhnt. Ruhig, ruhig, es wird ja besser. Er fiel im Oktober 1918, an einem Tage, der so ruhig und still war, an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte: Im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornüber gesunken und lag wie schlafend an der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, dass er sich nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war. Dies waren nun zwei Abschnitte aus dem Buch, die uns sehr berührt haben und die uns auch sehr gefallen haben. Antea, wieso hast du denn deinen Abschnitt gewählt?
Ja, das Buch berührt einem ja im Ganzen sehr und man lebt auch die Szenen mit. Und das war so die erste Szene, die ich wirklich mitgefühlt habe. Also ich fühlte mich, wie ich da war und das miterleben würde. Ja, das würde ich auch sagen. Bei mir war es auch, diese Szene war so wie der Saugnapf, die mich ins Buch gezogen hat, weil vorher war es eher so oberflächlich und ich hatte Schwierigkeiten, mich hineinzuversetzen. Aber nachdem mehr solche Szenen gekommen sind, habe ich mich immer mehr, also besser gefühlt, auch das Buch zu lesen. Ja, Leila, wieso hast du dann deinen Part gewählt? Also, ich fand es einen eher wichtigen Part, weil es steht ganz am Ende des Buches und am Ende der Geschichte. Und es ist halt ein Abschnitt, die eher schwierig ist zu verstehen. Und auch in der Klasse gab es eher Probleme, das Ende richtig zu interpretieren. Und deswegen finde ich diesen Abschnitt eigentlich eher wichtig und auch sehr berührend, wenn man es dann wirklich versteht. Ja, also ich habe es zuerst auch nicht richtig verstanden, dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich erst realisiert, dass ja, jetzt ist es eigentlich fertig. Also es geht ja nicht mehr weiter. Ja. Ja, in deinem Abschnitt kommt ja vor, im Westen sei nichts Neues zu melden und das Buch heißt ja im Westen nichts Neues. Die Generale haben ja gesagt, dass es im Westen nichts Neues zu melden gibt. Und ich habe das so verstanden, dass sie waren ja mit dem Soldaten, die dort gestorben ist, nicht vertraut. Weil es gab jeden Tag über 100 Tote und das machte keinen Unterschied, ob es jetzt jemand war, die wir kannten oder nicht. Das war ihnen egal. Ja, so kommen wir ja auch irgendwie zu den historischen Fakten. Es war ja im Ersten Weltkrieg so, dass es die Mittelmächte und die Alliierten gab und die bekämpften sich ja gegenseitig. Ja, genau. Und Deutschland, es war ja so, dass die Alliierten waren ja Frankreich, England und Russland. Russland, ja. Genau. Und sie haben irgendwie wie Deutschland die Schuld, wie das Deutsche Reich die Schuld gegeben, dass jetzt Krieg war. Genau, das war ja gegen Ende. Genau. Und dann wurden die Deutschen ja auch sehr fest verklagt. Ja, sie zahlen ja Schulden bis heute, also bis 2020. Ja, genau. Das ist halt schon eben sehr berührend, weil... Genau. Also meiner Meinung nach ist ja nicht nur Deutschland die Schuld, weil die anderen haben ja auch Krieg geführt. Ja, also ich würde halt sagen, irgendwie würde ich ihnen sogar ein wenig Recht geben, aber auf der anderen Seite ist es wirklich... zu extrem, also es ist unfair, weil natürlich die Deutschen haben es vielleicht sozusagen angefangen oder sind... Sie haben es wie eher provoziert. Ja, weil, genau. Ja, es war ja in Sarajevo. Genau, ja. Sarajevo, dieser Anschlag. Und ja. Dann ja, wollten sie ja den Österreichern nie zur Seite stehen. Ja, es war ja ein Frontenkrieg und man machte ja nicht riesige Landgewinne, also... Man schießt ja einfach von einer Front zur anderen eigentlich. Genau, es war eigentlich, ich würde sagen, dass es komplett unnötig war. Also, es war unnötig. Ja, am Ende waren einfach eben die Soldaten, die gestorben sind, keine Gewinne und es ging einfach allen schlecht. Ich glaube auch, dass es genau das war, was den Krieg noch schlimmer gemacht hat. Also, dass alle, insbesondere die Deutschen, gedacht haben, dass es einfach ein Schnellkrieg wäre. Also sie gehen zur Front, schießen ein paar Mal, gewinnen und dann ist es fertig. Genau, und da herrschte ja zuerst auch eine riesige Kriegsbegeisterung. Ja. Und alle waren ja für den Krieg. Nach dem Krieg war es aber so, dass nur die überlebenden Soldaten diejenigen waren, die wussten, wie es wirklich an der Front war. Also jetzt Freunde und Familie hatten immer noch die gleiche Sicht wie vor dem Krieg, also wie jetzt auch die Soldaten hatten, bevor sie... Ja, genau, das ist ja auch im Buch beschrieben, diese Szene, als er nach Hause geht und Ferien ja. hat. Er erzählt ja nicht wirklich etwas, wie es an der Front ist. Ja, weil genau. Weil es so schlimm ist, dass er es, glaube ich, nicht nochmal in Erinnerung rufen will. Deswegen kann ich gar nicht so nachvollziehen, weil die psychischen Schäden sind ja riesig. Also nach so einem Krieg, insbesondere weil es war ja der erste Gaskrieg. Genau, und es waren ja auch die ersten, also automatischen Waffen, also die ersten Maschinengewehre, ja, in genau, Anführungszeichen. Genau. Ja, die posttraumatischen Schäden waren ja enorm riesig und
Ja, nach dem Ersten Weltkrieg begann sie ja dann sogar Selbstmord. Ja, genau, aber das lag ja auch daran, nicht nur an den psychischen und den posttraumatischen Störungen, sondern auch physisch. Also, wenn ich richtig liege, war es ja auch so, dass im Buch dieser eine wurde ja amputiert. Und er hatte ja gesagt, dass wenn er irgendwie mit einem Holzbein oder sowas wieder zurückkommt, dann würde er sich den Kopf abschießen, weil er nicht so herumlaufen würde. Ja, natürlich, weil du dann ja nicht nur von innen verletzt bist, sondern auch noch von außen verletzlich bist. Also jeder, der dich sieht, kann dich eigentlich verletzen. Ja. So, von den historischen Fakten zur Meinung. Ja, wie hat dich das Buch eigentlich beeindruckt oder berührt? Also, eigentlich, es ist eine sehr schwierige Frage, aber ich wusste halt schon, dass der Krieg es ist eine sehr schlimme Sache. Niemand möchte Krieg führen. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich wie realisiert, dass es ist nicht nur eine Sache im Film. Also, es ist nicht nur das, was man so sieht, so Verfilmungen, sondern es gibt Leute, die das wirklich durchleben. Ja, genau. Ja, und das hat also diese Szenen, wie er das geschrieben hat. Ja, genau. Das hat einem so berührt, dass man fühlte sich wie so in einem Film halt einfach so, man stand genau da und sah das Ganze. Und es berührte einen wirklich sehr stark, fand ich. Ich auch. Es war jetzt bei mir auch so, dass die Kaltblütigkeit von den Soldaten, also das, es hat mir wehgetan, das wirklich zu lesen, weil nur zu hören, dass sie etwas sagen wie, ja, ich war wieder an der Front und mein bester Freund ist gestorben, aber das ist ja kein Problem, weil auch tausende andere gestorben sind und das passiert ja jeden Tag. Genau, und da einmal hat er ja von Hand jemanden umgebracht. Ja. Und er so, ja, ist ja jetzt geschehen, oder? Ja, genau. Man kann nichts mehr dran ändern. Ja. Ja, also diese, dass man selber überlebt, stand ja wie im Vordergrund. Was hat jetzt dich so zum Nachdenken gebracht? Ja, halt schon diese Szenen, zum Beispiel als halt Rösser rumrennten mit dem halben Magen, also dem ganzen Gedärme, ja, das raushing. Ja, also ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass zum Beispiel auf unserem Reiterhof einfach so Rösser rumrennen, die das ganze Gedärme draußen haben und die nachher auch verbluten. Ja. Also jetzt bei mir, was mich zum Nachdenken gebracht hat, war, warum haben wir immer noch Krieg, wenn so viele Leute so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und es gab ja auch mehrere Kriege früher und ich verstehe nicht, wieso es Leute nicht einsehen, dass es nichts bringt, immer noch nicht. Also das Einzige, was man vielleicht gewinnt, ist Land oder ja. Ja, man verliert auch viel mehr, als man gewinnt. Genau. Weil es sind ja die ganzen Menschen, die da umkommen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war früher und heute ist es auch so, dass es ist einfach nur profitbezogen. Also es ist... Ja, es sind ja die höheren Mächte halt genau in den Ländern, die bestimmen, ja, jetzt ist es Krieg, aber sie sind selber nicht davon betroffen. Ja, es ist einfach... Jetzt meiner Meinung nach, ich finde es einfach naiv und ganz, also komplett egoistisch. Das ist auch unnötig. Ja. Also was hat es dir eigentlich gebracht, das Buch jetzt zu lesen und wie hat es dir weitergeholfen? Also um ehrlich zu sein, am Anfang, wenn wir angefangen haben zu lesen, habe ich wirklich gedacht, oh, ja jetzt, was ist das? Aber dann später, es ist halt so, dass das Buch selber, ich finde, es ist eine gute Weise, noch eine spannende Weise über den Ersten Weltkrieg etwas zu lernen, ohne jetzt im Geschichtsunterricht und in Geschichtsbüchern jetzt da stundenlang durchzulesen. Ja, also, genau. Es macht auch Spaß, man will lernen, wenn man es liest.
Ja, weil es halt die Geschichte einen so berührt, denke ja, ich. Ja, finde ich auch. Ja. Was hat es dir denn gebracht, das Buch zu lesen? Ja, also zuerst wusste ich noch nicht richtig, was der Erste Weltkrieg eigentlich war und wie es den Menschen dort erging. Sie hatten ja auch nicht so gute Kleidung wie heutzutage. Ja. Und ja, also es hat mir eigentlich sehr viel gebracht und ich konnte mich auch irgendwie in die Situation der Personen reinsetzen. Wieso würdest du das Buch jetzt jemandem weiterempfehlen? Ja, also wenn man den Ersten Weltkrieg schon durchgenommen hat, kann man es nachher irgendwie noch genauer verstehen, also die Situation. Und ja, also ich finde, die Sprache ist jetzt auch nicht schwierig. Und was wir nicht verstanden haben, hat uns der Lehrer so wie geholfen, dass wir es besser verstehen, wie beim Ende zum Beispiel. Ja, genau, das finde ich auch. Also ich finde, das Buch ist eigentlich ein super Buch in fortgeschrittene Literatur. Also wenn man jetzt gewohnt ist, eher einfache Bücher zu lesen, finde ich das eigentlich so ein gutes Buch als Einführung, weil es gibt auch so viele Metaphern und so Redensarten und die muss man dann auch irgendwie verstehen. Genau, und ja, also im Großen und Ganzen ist es eigentlich so klar formuliert, dass wir haben jetzt zum Beispiel alle Szenen eigentlich ziemlich gut verstanden. Wir haben es einfach auf unsere Art interpretiert. Genau. Wir neigen uns nun zu einem Ende. Das war's von unserer Seite zum Buch Im Westen nichts Neues. Und wir hoffen, wir konnten euch alle überzeugen, das Buch auch zu lesen. Das waren Laila und Anthea. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.